Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So Leute, wie versprochen, machen wir heute die Schlacht um die Insel hier. Und da unten ist auch schon unser Questgeber dafür. Da schauen wir doch jetzt gleich mal runter. Und dann werden wir mal schauen, ja. Zwei Schlachten oder drei habe ich ja schon gemacht. Die wird wahrscheinlich wieder genauso ablaufen. Und dann schauen wir doch einfach mal. Gut, dann los. Reden wir mal mit ihm hier. Spartaner, du wirkst fehl am Platz im Land der Athener. Vielleicht an Land, aber in Athener Gewässern sind Spartaner bald nicht mehr fehl am Platze. Ach so? Wenn du eine kampfbereite Mannschaft hast, dann schließt euch uns im Kampf gegen die Athener Flotte an. Ihr werdet gut dafür bezahlt. Flotte? Okay. Ich segel für Sparta. Meine Besatzung und ich segeln mit dir. Gut, dann bereiten wir den Athenern mal ein feuchtes Grab. Das ist was Neues jetzt. Das ist was Neues jetzt. Na gut, probieren wir es mal. Und ich habe auch noch schwer genommen. Ach du Scheiße. Okay, ich sehe noch nichts. So, dass du wieder da bist, Kapitän. Zerstöre Athener Schiffe 4 Stück. Okay. Oh, ich bin gleich tot, ey. Alter Schwede. Okay, ich muss, glaube ich, erstmal auf die Kleinen gehen. Weil wenn ich die entern kann, dann kann ich die auch, dann wird mein Schiff wieder aufgeladen. Heftig, ey. Ich habe auch nur schwer genommen. Ich habe gedacht, es ist eine normale Schlacht. Okay, 1, 2, 3, 4. Muss ich erstmal die Kleinen machen. Von den Großen halten wir uns erstmal fern, glaube ich. Jetzt entern? Wir sind außer Gefahr. Entern? Bereit zum Entern! Pulsier! Was ist jetzt los?
So, dann müssen wir mal ranparken, da, oder was? Geht's, glaube ich. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Das ist ein großes Schiff, oder? Okay, so ein kleines Schiff da. Nehmen wir jetzt erstmal das kleine Schiff. Und dem gehen wir ein bisschen weg hier. Der mir rein ist ja sehr hoch, oder? Wenn wir drehen.
kommt der finale Angriff! Hin? Wo muss ich jetzt hin? Hallo? Wo muss ich jetzt hin? Okay, das war's jetzt, oder was? Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir doch gleich mit der Quest weiter. Und zwar war das Sephiroth. Flucht aus Athen. Jetzt hätte ich gedacht, dass ich hier das irgendwie gut geschrieben kriege für die Schlacht, aber. Okay. Hier will ich echt mal schauen, ob wir nicht unser Schiff ein bisschen verbessern können. Scheiß Athena-Schiffe hier. Dreht sich dir der Magen auch so um hier? Du gewöhnst dich daran. Bald haben die Seele zu verlassen. Wir stehen gleich unter Beschuss!
Aus, Jungs. Ich schaffe das nicht. Schaffen wir nicht. Oh, ich hab noch geschafft, Mensch. Oh, das ist ärgerlich. Ist das ärgerlich? Ein blöder Schuss war das. Das war ich optimal, weil ich genau hinter denen war. Okay. Jetzt will ich aber sagen, machen wir hier weiter. Hoffe mal, dass ich die jetzt ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Dass ich jetzt ein bisschen die ausweichen kann. Mal schauen, ob wir vielleicht. Warte, wir können jetzt eigentlich gleich mal schauen, gell, wo wir mit unserem Schiff was machen können. Das glaube ich, Rammschaden wäre schon mal besser. Aber nochmal. Okay. Das ist eh schon lila.
Fallschaden. Und sind auch lila. Und machen wir... Das können wir nicht. Okay. Wir haben zu wenig Stein. Schiffszustand, Panzerung. Hier können wir auch nichts machen, weil wir jetzt kein Holz mehr haben. Okay. Aber sieht das schon mal nicht schlecht aus. Haben wir hier was Neues? Ne, hier haben wir noch gar nichts. Okay, jetzt haben wir aber hier schon mal ein bisschen mehr Fallschaden auf jeden Fall. Und Rammschaden. Ja. Jetzt hoffe ich mal, dass die uns jetzt mal in Ruhe lassen. Sind wir da richtig oder müssen wir außen rum? Ah, wir müssen außen rum. Was ist denn das hier eigentlich? Hier ist auch noch eine kleine Insel. Okay. Okay, wenn wir ausruhen müssen, dann... blöd. Dreht sich dir der Magen auch so um wie mir? Du gewöhnst dich daran. Bald haben wir Seelenfutter erreicht. Ja, können wir auch anlegen. Sehr schön. Schön, dich lebend und gesund zu sehen, Phidias. Wie auch dich, Teras. Wie du siehst, komme ich nicht allein. Ah ja, die gütige Heldin, die du in deinem Brief erwähntest. Ich wollte nur Phidias in Sicherheit bringen. Ich bin froh, dass ich ihn retten konnte. Und für diese Heldentat habe ich einige Informationen zu einem gewissen Brison, der Phidias vorzeitiges Ableben plante. Hoffentlich kannst du damit etwas anfangen. Kann ich. Bitte richte Perikles meinen Dank und meine Grüße aus. Und sei vorsichtig. Ich glaube, es schweben noch mehr Athena in Gefahr. Okay. Quest abgeschlossen. Hinweise entdeckt auf den Kultisten. Enthüllen. Ich schwöre bei meinem Leben und bei dem derer, die ich töten werde, dass ich den Kosmos nicht nochmal enttäusche. Ah, die sind immer so extrem weit weg. Das ist heftig. Auch hier haben wir gut was zu tun. Würde ich sagen, schließen wir die Insel sowieso erst ab, bevor wir hier weitermachen. 3000 Meter, wo soll denn der sein? Wir sind hier. Da oben ist er, okay. Da können wir eh später hierher und dann gehen wir hier rüber. Und dann machen wir den Down, den Burschen.
Lagerhaus der Hafenbehörde. Spartanische Herrschaft. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns auch auf die Insel ein bisschen um. Sagen hat. Schatz, bitte. Wir rennen einfach. Ich weiß, der Schatz hier drin ist. Läuft. Wir sehen uns dann bei der Auswahlzeremonie, meine Damen. Vor allem hoffe ich, sieht schwul aus, dass du kommst. Lass mich raten. Er ist reich. Das ist Aetios, der Spross der einflussreichsten Familie auf Chaos. Und morgen ist die Zeremonie zur Wahl seiner Gemahlin. Ich brauche Eros Segen, damit er mich wählt. Du willst sein Vermögen heiraten? Nein, meine Liebe gilt Aetios, nicht seinem Reichtum. Selbst wenn deine Liebe für ihn echt ist, haben die Drachmen sie verstärkt. Nein, ich liebe ihn wirklich. Bete lieber wie alle anderen auch. Nein, ich muss ihm auffallen. Wenn ich dasselbe mache wie alle anderen, werden mich weder Eros noch Aetios erwählen. Ich muss etwas tun. Egal was. Irgendwas? Ja, egal was. Eros? Bitte. Seine Ohren sind taub vom Geplapper dieser Frauen. Lass mich helfen. Ich bin eine Hexe der Hekate, der Göttin der Zauberei und Magie. Ich habe das Richtige für dich. Einen Liebestrank. Ich habe schon Seltsameres erlebt. Ich kaufe ihn dir ab. Bitte, verkauf ihn mir und lass es die anderen nicht hören. Ich brauche dein Geld nicht. Ich verkünde Hekates Werk kostenlos. Aber ein Liebestrank wird für den Kunden maßgeschneidert. Ich muss ihn erst brauen. Nur für dich. Und sobald der letzte Tropfen deine süße Kehle benetzt hat, strahlst du eine pure, unwiderstehliche Schönheit aus. Aetios wird sich sofort in dich verlieben. Zuerst brauchen wir zwei Dinge. Ein Fass vom besten Wein und ein paar wilde Pilze. Okay. Ich glaube, dass sie komplett hässlich wird. Ich bin sicher, die Söldnerin wird es dir gerne besorgen. Bitte, Söldnerin. Bitte, du musst mir helfen. Im Namen der Liebe. Und für einen Haufen Geld. Ich gebe dir alles, was ich habe. Wenn Aetios mich wählt, werde ich dir sogar noch mehr geben. Oh. Schön. Okay. Ja. Ich besorge die Zutaten. Wir trafen mit normal alles. Das reicht. Ich werde alles besorgen. Exzellent. Triff uns beim Tempel auf dem Hügel, wenn du fertig bist. Na, was ist denn jetzt? Das ist das Wrack mit dem Wein. Ich hoffe, die Piraten waren noch nicht hier. Das ist das Lager. Wilden Pilze müssen irgendwo da drin. Okay, dann holen wir erstmal den Wein und dann. Hm?
brauchen wieder Holz. Holz, 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 Holz. So. Blöden Schweine hier. Alter, die Schweine. Das muss das Wrack sein, von dem sie gesprochen hat. Aber Ruhe hier im Puff. Alter Schwede. Mehr Wein ist nicht übrig? Ach, sonst wurde schon alles geplündert. Alles gesoffen? Okay, dann schauen wir nur aufs Schiff. Ah, hier ist aber nichts. Okay, dann gehen wir mal zur nächsten Zutat. Der Schwein wieder angreift hier. Gibt mir auch keinen Fallschaden mehr. Das Lager der Hafenbehörde. Suche ich mal nach diesen Pilzen. Come on.
Wie wird die noch gekriegt, die Penner? Okay, aber in das Lagerhaus muss ich eigentlich gar nicht rein. Das nervt richtig, das ist immer so extrem. Hier werden sie besonders wachsam sein. Die Speicherpunkte so weit voneinander weg sind. Tempel der Athena. Lager der Hafenbehörde. Suche ich mal nach diesen Pilzen. Wein und wilde Pilze. Okay. Das war alles. Ich sollte jetzt zu dem Mädchen und der Hexe am Tempel. Okay. Wenn wir Gläser machen können. Gucken wir mal, ob sie ihren Geliebten da heiraten kann, was sie heiraten will. Ich glaube, dass sie komplett hässlich wird. Hey. Ja, ich gehe mir erstmal den Aussichtspunkt holen. Und dann werden wir die Quest abgeben. Schaut schon cool aus mit den Inseln. Das gefällt mir gut. So. Hier ist alles, was du wolltest. Oh, ich danke dir vielmals. Nun brauche ich noch ein persönliches Artefakt. Die letzte Zutat. Was ist denn jetzt schon wieder? Was will denn jetzt noch, Mensch? Gut, jetzt ziehe ich es auch durch. Was brauchst du noch, Hexe? Nein, nein. Sie kann mir geben, was ich brauche. Was es auch ist, ich gebe dir, was du brauchst.
Wir brauchen nur eine kleine Strähne deiner schönen Locken. Dein Teil ist erledigt, Söldnerin. Komm zur Auswahlzeremonie bei Aetios Haus, um die Früchte deiner Arbeit zu sehen. Es ist das mit dem schönen Meerblick. Du musst kommen. Sobald Aetios mich ausgewählt hat, werde ich dich für deine Dienste bezahlen. Ich hoffe, er hat die Taschen voll Geld. Seine Liebe war nicht billig. Komm, wir haben noch viel zu tun. Wir sehen uns bei der Zeremonie, Söldnerin. Gut, dann würde ich sagen, ab zur Zeremonie. Ach, warte auf die Zeremonie. Ach. Die Zeremonie beginnt morgen Nacht. Okay, dann würde ich sagen, brauchen wir eigentlich bloß zweimal schlafen. Also einmal schlafen, dann bis zum Morgen, trifft die Frau und spricht mit ihr. Rätsel. Das ist ein Schatz. Schauen wir uns nochmal das Schauspiel an. Was? Söldnerin! Töte diese Schlange! Sie hat das gemacht! Sie hat mich kahl gemacht! Tut mir leid. Gib mir einen Moment. Ich muss mich um ein paar Bauern kümmern. Du sagtest eine Strähne ihrer Locken. Erklär mir das. Erklären? Es ist doch klar. Ein hübsches, leichtgläubiges, dummes Mädchen wird Opfer einer Konkurrentin. Sie hat mich getäuscht! Aetios hat sie gewählt! Er hat mich nicht mal richtig angesehen! Mir wurde Geld versprochen. Gib es mir. Ich will mir das Drama hier auch nicht antun. Streng genommen hat das Mädchen um die Objekte gebeten, nicht ich. Sie hält uns beide zum Narren! Hörte sie, Söldnerin! Du bist verrückt. Das wirst du büßen. Sie hat gespielt und verloren. Da gibt es nichts zu büßen. Glaubst du, dass sie wirklich so unschuldig ist? Sie wollte sich mit Magie einen Vorteil verschaffen. Also erspar mir die Heuchelei. Geh einfach. Und nimm deinen Kahlkopf mit. Bitte, Söldnerin, tu doch was! Ich werde all deine Leibwachen erledigen, um dich zu kriegen. Wachen! Stopp diese Söldnerin! Was hast du mit meiner Frau gemacht? Söldnerin! Ja, und jetzt? Das war's jetzt, oder wie? Ich krieg keine Drachen mit nix. So ein Scheiß. Kann ich nochmal reden hier? Geh einfach weg!
Geh weg! Geh einfach weg! So ein Scheiß. Okay, Leute. Hilft nicht. Und jetzt ist die Quest wenigstens erledigt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt an der Stelle einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Dann werden wir hier noch den Rest der Insel machen. Viel ist es ja eigentlich nicht. Also es müsste auch ziemlich schnell fertig sein. 3 Fragezeichen noch. Und hier noch eine kleine Quest und dann ist die Insel auch durch. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.